Man muss immer diese Nische offen halten, in der die Kinder den Spielraum ihres Denkens entfalten können. Und das bedeutet ein Aushalten und es bedeutet aber auch ein sich zurückhalten, eine Pädagogik des Innehaltens. Und für mich ist es nur ein anderer Begriff für das, was in Reggio gemacht wird. Ich habe ja gesagt, ich versuche verschiedene Dinge, die dort so in Alltagssachen eingebettet sind, in Begriffe zu fassen, die wir dann auch theoretisch ein bisschen weiterdenken können. Aber innehalten als eine pädagogische Form, Umgangsform, ja, darüber kann man dann auch vor dem fachlichen Hintergrund diskutieren. Erste Hinweise sind aus dem, was hier gesagt wurde, eigentlich schon klar. Es geht nicht darum, irgendwelche Entwicklungsberichte zu machen, um es mal so zu sagen. Es geht nicht darum, irgendwelche Testverfahren anzuwenden, Entwicklungsstände zu messen. Damit können Sie am nächsten Tag nichts anfangen. Es geht darum, wahrzunehmen, was die Kinder machen, damit ich weiterarbeiten kann. Das heißt, die Erzieherinnen in Reggio oder wir in unseren Projekten, wir nehmen Fotos in der Regel oder kleine Videos, die nehmen wir mit. Gelegentlich haben wir dann in unserem Team darüber gesprochen, was wir dabei entdeckt haben. Aber das ging natürlich nicht jeden Tag. Aber ich will es an einem Beispiel sagen. Eine Mitarbeiterin, es ging um das Thema Dinosaurier. Kinder haben Dinosaurierknochen im Wald gefunden. Und sie haben sich sehr damit beschäftigt, sind es Dinosaurierknochen oder ist das Holz? Sie haben ständig Thesen aufgestellt, was das sein könnte. Dann haben sie überlegt, was dafür spricht, dass das altes Holz ist und was dafür spricht, dass das Dinosaurierknochen sind. Sie haben ein richtiges intellektuelles Projekt daraus gemacht. Ich kann das leider jetzt nicht im Detail machen. Ich will nur die Rolle der Erzieherin dabei und die hat was mit Dokumentation zu tun, mit Beobachtung zu tun. Die hat es nicht nur fotografiert, die Kinder bei diesen Suchen, die ganzen Dinge da auch, sondern sie hat diese Fotos dann in eine Art Ausstellung gepackt, hat einen Tisch gemacht, da wurden diese Fotos ausgestellt. Dann haben die Kinder dort die Hölzer gehabt, dann gab es diese Fotos, dann gab es so ein Skelett im Wald, das wurde auch fotografiert, dazugelegt. Und nachdem das die Kinder 2 Tage gemacht hatten und so gesammelt wurde, kamen die auf die Idee, weil es waren natürlich ein paar Dinosaurier-Experten dabei. Kinder mit 5 Jahren, gerade Jungs, gibt es immer welche, die haben schon was über Dinosaurier gehört, Tyrannosaurus Rex und so weiter. Gab es die interessantesten Geschichten, die dann entstanden sind. Aber das war dann auch so viel Halbwissen und die gleichen Kinder, die ganz viel über diese Tyrannosaurus Rex wussten, die wussten aber jetzt nicht, einen Tyrannosaurus Rex Knochen von einem Holzstück zu unterscheiden. Also sie dürfen nicht erwarten, dass dieses Wissen mit dem anderen sozusagen in dem anderen aufgeht. Das können wir nicht erwarten. Aber sie hat das aufgenommen, hat diese Bilder gemacht und kam dann auf die Idee, okay, ich gucke mal ins Internet. Und sie hat sich aus dem Internet ein paar Fotos geholt von Dinosaurier-Skeletten aus dem Museum. Und die hat sie dann sozusagen dazugehängt. Und was haben die Kinder am nächsten Tag gemacht? Sie haben die Skelette und ihre Knochen verglichen und dann gesagt, das ist aber nicht der Schädel, der da drauf passt. Und das ist aber ein kleineres. Also sie fingen sofort an, ihre Fundstücke mit dem zu vergleichen und hatten neue Kriterien für ihre Unterscheidungsmerkmale. Und so ging das weiter. Das waren jetzt mal so die entscheidenden Schritte. Sie merken, das Wahrnehmen und Dokumentieren dient sozusagen dem Prozess. Von daher muss es nicht immer total ausgefeilt sein. Das schaffen sie gar nicht. Es kann ruhig aus dem Tagesablauf schaffen. Sie müssen sich nicht immer daneben setzen. Jetzt muss ich die Kinder mal 20 Minuten beobachten. Es gibt keine objektive Beobachtung. Und wenn das Ihnen noch so viele Leute erzählen, es gibt sie nicht. Das ist erkenntnistheoretisch falsch. Es gibt keine objektive Wahrnehmung. Auch die Naturwissenschaftler nehmen nicht objektiv wahr. Die Naturwissenschaftler wissen das im Übrigen. Zumindest wenn es gute Naturwissenschaftler sind. Gerade die Atomphysiker wissen das am allerbesten. Die behaupten auch nicht mehr, dass sie Fakten haben,
sondern sie wissen nur etwas, was ihre Instrumente entdeckt haben. Und das ist nicht die Welt, die sie entdeckt haben. Sie haben Phänomene entdeckt, die es in dieser Welt gibt, ja. Und nichts anderes und nicht mehr und nicht weniger. Und so geht es uns auch. Wir entdecken etwas, was wir von diesem Standpunkt aus sehen. Aber wenn wir nicht wissen, wo wir stehen, dann tun wir so, als hätten wir die Welt entdeckt. Dabei sehen wir das nur von diesem Standpunkt aus. Von einem anderen Standpunkt aus würden wir möglicherweise was ganz anderes sehen. Also lassen Sie diese Objektivitätsfanatismus beiseite. Seien Sie ehrlich und sagen Sie, da stehe ich und da sehe ich. Und ich habe das und das wahrgenommen. Und ich weiß nicht, ob ich alles wahrgenommen habe. Ich gucke mal, was ich damit machen kann. Und das ist sozusagen Ihre Validierung. Sie nehmen das, was Sie wahrgenommen haben und tragen es in die Kinder zurück und beißen die Kinder an, dann wissen Sie, Sie haben was Richtiges erfasst, zumindest etwas, was für die Kinder bedeutsam ist, beißen Sie nicht an. Naja, dann mag das objektiv gewesen sein, es nützt Ihnen aber nichts. Also das ist doch das, was Sie in der pädagogischen Wahrnehmung täglich brauchen. Sie arbeiten doch nur mit dem, was Sie, Gretchen, Lieschen, Peter und Volker, sehen. Und Sie sehen alle was anderes. Aber Sie arbeiten nur mit dem, was Sie sehen. Sie arbeiten doch nicht mit dem, was Ihre Kollegin sieht. Sie sehen ein Kind den Baum hochklettern und Sie kriegen Angst. Sie werden anders reagieren als die Kollegin, der das nichts ausmacht. Und plötzlich sind hier zwei völlig unterschiedliche Strategien. Beide sind richtig. Da gibt es kein richtig oder falsch. Richtig ist, dass Sie dem Kind sagen, kletter nicht hoch, weil sie ihm nicht helfen können. Die Kollegin, die keine Angst hat, die kann ihm vielleicht helfen und kann es hochklettern lassen. Es ist beides richtig. Richtig ist, wenn Sie Ihre Grenzen wissen. Also, so viel zum Thema beobachten, notieren, das als eine Geschichte aufschreiben. Aber bitte, wenn Sie was von Lerngeschichten gehört haben, bitte nicht damit verwechseln. Sie schreiben den Kindern keine Briefe, sondern Sie schreiben eine Lerngeschichte, Ihre Lerngeschichte, das, was Sie von dem Kind gelernt haben, das ist die Geschichte. Was habe ich in der Situation wahrgenommen? Was habe ich gesehen? Was habe ich bemerkt? Worauf habe ich reagiert? Und dann steht in dieser Lerngeschichte auch drin, ich habe mich geirrt. Das hat nicht funktioniert. Aber das schreiben Sie bitte für sich, das sagen Sie den Eltern nicht unbedingt. Darum sage ich, das Erste ist eine Art Tagebuch. Oder Sudelbuch oder wie Sie es auch immer nennen wollen. Das geht niemandem was an. Alles, was Sie den Eltern mitteilen, steht auf einem anderen Blatt oder schreiben Sie auf ein anderes Blatt. Und vielleicht haben Sie vorher mit Ihren Kolleginnen darüber gesprochen. Das ist ja noch die andere Geschichte. Es geht also darum, dieses Material zu haben, mit dem man dann über das sprechen kann, worum es geht. Und das kann in verschiedener Weise dann nach außen sichtbar werden, in einer Kita wie in Reggio, wo das gut eingespielt ist, können die Eltern sozusagen täglich über diese sprechenden Wände, heißt es dann dort, mitbekommen, was in der Kita passiert. Das ist dann auf der Piazza, wird das sozusagen ausgestellt, also dem Kommunikationsort. Und da können die Eltern das sehen und dann können sie mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen, auch mit ihren Kindern, die ihnen das zeigen, guck mal Mama, was ich heute gemacht habe. Und das sind dann keine Erinnerungsfotos, sondern das sind Fotos, wo wirklich dokumentiert wird, das und das habe ich an der Stelle begriffen. Und Sie werden merken, wie begeistert die Eltern sind, wenn das funktioniert. Weil sie plötzlich merken, ha, in ihren Kindern leuchten sozusagen Gedanken auf. Und sie lernen sozusagen auch ihre Kinder anders wahrzunehmen. Habe ich wenigstens im Groben das gesagt, worum es geht? Sie merken, es hängt natürlich mit dieser Haltung zusammen. Aber nehmen Sie Abstand von all diesen Objektivitäts- und Untersuchungsidealen. Das kann man auch machen, hat auch seinen Zweck, aber nicht den Zweck, den Sie täglich brauchen. Und sagen wir mal, irgendeine Art von Test, das können Sie machen, wenn Sie mal so nach einem halben Jahr einen Überblick haben wollen, was ist denn passiert, dann ist das ganz gut als Rückmeldung, weil Sie sagen, okay, das habe ich täglich gesehen, das ist jetzt bei rausgekommen, das habe ich dabei übersehen. Aber dann geht es wieder anders weiter, denn der Test sagt Ihnen nicht, was Sie zu tun haben.
sozusagen ein Förderprogramm aus den Defiziten des Textes heraus, Tests herauszuziehen, das ist schlechte Pädagogik. Das machen uns zwar die Entwicklungspsychologen, wollen uns das zwar einreden, dass das ginge, aber ich weiß nicht, warum Entwicklungspsychologen der Meinung sind, dass sie Frühpädagogen, dass sie das auch können und dass sie das besser können als wir. Ich verstehe es nicht. Offensichtlich haben sie zu wenig Frühpädagogen bislang kennengelernt oder hat man ihnen zu viel Gelegenheit gegeben, frei von der Schnauze weg über Frühpädagogik zu reden. Das, das hat natürlich mit dem ganzen, mit diesem ganzen Berufsstand und diesen ganzen Dingen zu tun. Aber das Thema lassen wir jetzt mal. Ich gebe Ihrer Skepsis völlig recht. Aber, es gibt ein Aber dazu. Wir müssen, wir können und wir werden dieses Vertrauen lernen. Das ist es nämlich, weshalb der Weg so schwierig ist. Sie können nicht von heute auf morgen Retropädagogik machen oder das machen, wenn Sie es bisher ganz anders gemacht haben. Sie müssen das Vertrauen gewinnen, dass in diesen Lücken tatsächlich was passiert. Sie müssen es lernen, dort zu entdecken. Das können Sie nicht von heute auf morgen. Es kann keiner diese Dokumentation über Jane von heute auf morgen machen. Das ist eine Erzieherin in Hamburg, die eine dreijährige Fortbildung durchgemacht hat, auch in Bezug auf Wahrnehmung und Beobachten, die selbst Kita-Leitung war, die ganz viele Erfahrungen hat und die nach dieser Fortbildung weitergearbeitet hat. Die kann das inzwischen. Aber die hat auch mal angefangen. Und sie hat angefangen mit ganz kleinen Alltagsbeobachtungen. Und mehr braucht es am Anfang auch nicht. Und wenn Sie da das Gefühl haben, hoppla, da kann ich was sehen, da passiert etwas. Und Sie haben in ein paar kleinen Situationen mal den Mund gehalten und haben gemerkt, es ist nicht das große Chaos ausgebrochen, sondern es sind die guten Ideen der Kinder eingebrochen. Wenn Sie das an ein paar Situationen erlebt haben, dann werden Sie mutiger werden. Und dann können Sie sich sozusagen den nächsten Schritt machen. Denken Sie an Ihre Klettertouren. Nicht gleich sozusagen die Eiger Nordwand, sondern anfangen, erste Schritte und dann Stück für Stück. Das hängt damit zusammen, dass wir alle keine, ich nehme mich da nicht aus und ich würde behaupten, es geht Ihnen ganz genauso, vielleicht bei dem einen mehr, dem anderen weniger, aber kaum einer von uns hat diese Pädagogik am eigenen Leib erfahren. Und woher sollen Sie dann dieses Vertrauen haben? Dieses Vertrauen, das sitzt nicht im Kopf. Im Kopf sitzt sozusagen die Kritik, sitzt vielleicht der Mut, es mal anders zu machen. Aber dann muss das Können dazukommen, das Wirkliche aushalten können und das Innehalten können und eben nicht schnell reagieren. Wie oft habe ich sozusagen auf die Unterrichtsstörung meiner Schüler, einfach weil ich nicht anders konnte, mit disziplinierenden Maßnahmen reagiert. Wie oft habe ich das? Und ich musste auch erst langsam immer wieder, das weißt doch, das ist falsch, du weißt doch, das ist falsch, so kann es nicht werden. Probier es doch mal anders. Und dann hat man immer Schrittchen für Schrittchen was ausprobiert. Und dann ist einem einmal was gelungen und zwei Drittel ist dann wieder misslungen. Und so hat man sich rangetastet. Aber da entsteht dieser Weg, ja, wie man so schön, der entsteht beim Laufen. Und das ist eine andere Denkweise. Sie müssen weg von diesem systematischen, von oben herunter denken, ich weiß, wo es hingeht und jetzt machen wir die Praxis dazu und schon sind wir da. Das, wissen wir, funktioniert nicht. Und trotzdem wird es immer wieder propagiert. Aber das ist die Chance, die Sie haben, auch mit kleinen Schritten weiterzukommen. Darum finde ich es gut, man kann mit ein bisschen Retropädagogik anfangen. Und dann wird es einen Zustand geben, den kann man in vielen Experimenten auch finden. Und plötzlich gibt es eine Reaktion und dann bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Dann müssen Sie ganz umstellen. Die kommt dann, aber die dauert 2 Jahre. Das ist kommt die Grundschule. Lassen wir mal das Thema noch. Thank you.
Ja, ich muss, glaube ich, langsam die Fragen begrenzen. Es ist jede dieser Fragen füllt ein Buch. Zufällig gibt es dazu ein Buch. Das ist das Buch, was Sie jetzt nicht mehr gekriegt haben, nämlich über Didaktik. Da haben wir wenigstens unsere Antworten zusammengetragen. Natürlich hört es nicht beim Beobachten auf. Beobachten ist der Anfang. Und dann geht es weiter. Aber um ein paar Stichworte zu nennen, Möglichkeiten der offenen Arbeit, Möglichkeiten der Raumgestaltung, Möglichkeiten der Projektarbeit. Das sind Formen des didaktischen Weiterarbeitens. Wir haben das insgesamt eine partizipatorische Didaktik genannt, der übrigens ein Begriff, der aus Rezzo stammt, von Carla Rinaldi. Dazu gehören zum Beispiel auch, dass jetzt aus der Didaktik die sozialen Beziehungen nicht rausgenommen werden. Ich habe Sie vorhin bei dem Beispiel darauf aufmerksam gemacht, sozusagen das Innehalten gehört dazu, das Nicht-Blamieren gehört dazu, dass ein Kind ja auszuhalten gehört dazu, aber eben auch sozusagen diesen Weg offen zu halten. Das sind alles soziale Beziehungen. Wir haben da inzwischen eine Reihe von solchen Formen von Sozialbeziehungen, die wir noch nicht ganz zu Ende gedacht haben, aber so an die 10 Formen, die einigermaßen typisch sind. Und eine davon nennen wir Halten, um nur ein Beispiel zu sagen. Und Halten hat viel mit dem Aushalten zu tun, was ich jetzt sagte, und es kommt davor von dem Beispiel, und dann können Sie vielleicht am ersten nachvollziehen, ein Baby muss man halten. Und zwar nicht nur in den Händen, Sie wissen, die Leute, die so ein Baby ungeschickt halten, was dann das Baby macht. Das Halten heißt, das Kind muss gehalten werden, es muss sich sicher fühlen. Und dieses Halten, dass sich jemand sicher fühlt, das gilt natürlich nicht nur für Babys, das gilt natürlich genauso für die Eingewöhnung. Und das gilt auch für das Kind, das den Baum hochklettert. Das muss in einem psychischen Sinn gehalten werden, selbst wenn Sie es nicht mit den Händen unterstützen. Allein, dass Sie es ihm zutrauen und die Sicherheit haben, es wird es schaffen, ist ein psychischer Halt für dieses Kind. Also das gehört zu dieser Didaktik dazu. Also über solche Formen muss man dann reden. Also ich will es mal so sagen, diese didaktischen Formen beziehen sich auf die Alltagsgestaltung, weil der Alltag sozusagen die größte Bildungssituation ist. Was hilft Ihnen, wenn Sie eine halbe Stunde etwas machen und der ganze übrige Tag ist was ganz anderes? Also Sie können eine halbe Stunde oder 20 Minuten eine Gesprächsrunde mit den Kindern machen, Demokratie üben, aber den ganzen Tag ihnen ein Angebot nach dem anderen unterjubeln. Also was ist dann wirksamer? Ist doch offensichtlich. Sie kennen es doch aus dem Sozialkundeunterricht. Das war nicht wirksam. Wirksam war, wie wir die Sozialität unserer Umgebung und auch der Schule erlebt haben. Das hat unser soziales Verständnis geprägt, nicht der Sozialkundeunterricht. Also, es geht um eine Didaktik des Alltags. Dazu gehört diese Beobachtung. Dazu gehört eine Raumgestaltung, wo etwas ist, wo die Kinder etwas finden, was sie interessiert, wo sie nicht vor Tischen sitzen und darauf warten, dass man ihnen etwas auf den Tisch legt, wo sie Materialien finden, die sie sozusagen ansprechen, die sie selbst herausnehmen können, wo sie rausfinden können, hoppla, damit könnte ich jetzt was machen, wo Dinge zugänglich sind und wo sie dann Orte haben und Werkzeuge, mit denen sie umgehen können. Das ist sozusagen das Zweite. Das Dritte ist dann sozusagen diese sozialen Bezüge, die sie dann darin unterstützen, das Mut machen, das sie machen lassen, das einrahmen können und so weiter. Das könnte man weiter ausdehnen. Aber dann gibt es sozusagen auf der zweiten Ebene, wenn Sie in bestimmte Richtungen wollen, Naturwissen, dann machen Sie eine Naturwerkstatt, dann machen Sie Projekte in diese Richtung. So kann das dann also weitergehen. Es geht auch nicht darum, dass Sie den Kindern nicht irgendwann noch mal was in die Hand geben und sagen, guck, so kann man das auch machen. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass Sie sich mit den Kindern verständigen, ob das das ist, was Sie jetzt brauchen und ob Sie das können und ob Sie das wollen. Natürlich sind Kinder oft froh, wenn ich sage, guck mal, da habe ich ein schönes Instrument, probier es mal damit aus. Ist doch nichts dagegen zu machen oder dass man eine Idee einbringt. Warum nicht? Das machen die Kinder doch gegenseitig auch. Es ist
diese Hierarchie der Ideen, die das Gefährliche ist, dass wir eine Idee einbringen und so tun, als müssten jetzt die Kinder das tun, was wir ihnen sagen. Das ist das Problem. Und wenn wir das die ganze Zeit tun, dann ist diese Struktur ein Problem. Aber wenn wir die Kinder die Möglichkeit haben, selbst tätig zu werden und wir tragen hier und da eine Idee bei oder helfen ihnen, ich weiß nicht, was dann daran auszusetzen ist, dann wollen das die Kinder, dann verständigen wir uns mit den Kindern darüber, ist das gut oder nicht. Und wenn sie das nicht wollen, dann sagen sie nein, dann höre ich aber auch damit. Das ist die Frage. Also, so viel zum Thema Didaktik, ein Stückchen darüber hinaus. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, muss ich Sie bitten, da ein bisschen nachzulesen. Das war so in aller Kürze, dass es damit nicht aufhört. Aber Sie haben natürlich recht, man kann das auch in die Ausbildung nur einbringen, wo man einen Ort hat, wo Sie es probieren können. Und überall muss man dann anfangen. Aber das Interessante ist, unsere Lernwerkstatt Natur, die wir gemacht haben, war ja ein Fortbildungsinstitut für Erzieherinnen. Das heißt, die Erzieherinnen konnten zugucken, was unsere Mitarbeiter dort mit den Kindern gemacht haben. Hatten da einfach eine Woche Zeit zuzugucken, wenn sie wollten. Und konnten da andere Haltungen kennenlernen, ein bisschen Mut fassen. Dabei ist auch entstanden, dass Kinder natürlich Naturprobleme an die Erzieherin, auch an die Mitarbeiter herangetragen haben, die nicht beantworten konnten. Es ist übrigens interessant, dass die Fragen, die Kinder stellen, in der Regel physikalisch, chemisch äußerst schwierige Fragen sind und sie das fast keine Chance haben, das so runterzubrechen, dass es den Kindern nachvollziehbar ist. Es ist also irgendwo irrsinnig zu glauben, Kinder wollen naturwissenschaftliche Erklärung. Das wollen sie gar nicht. Und das können sie auch noch gar nicht begreifen. Also muss man mal überlegen, wie das anders ist. Und von daher ist es klar, ich kann das auch gar nicht erklären. Ich könnte Ihnen im Moment zwar nur ganz vage erklären, warum der Himmel blau ist, aber ehrlich gesagt, wenn da ein Physiker daneben steht, der kann mich ganz schnell unsicher machen und mich lächerlich machen. Ich schaffe das nicht. Aber was ich machen kann, ist mit den Kindern sagen, gucken wir mal, wo wir was darüber wissen, wo wir was herbekommen darüber. Und dass wir dann Lexika wälzen, im Internet nachgucken und da die Informationen gemeinsam erlangen, das hat sich als einen wunderbaren Weg erwiesen. Und dann laufen wir überhaupt nicht Gefahr, irgendwelche hochgestochenen Erklärungen zu machen, denn dann kann ich wirklich nur die Erklärungen machen, die ich selbst verstanden habe. Und dieses oberflächliche Wissen treibt uns manchmal zu erklären, wie Wolken entstehen. Und Wasserkreislauf, das können wir alle irgendwie grob erklären. Und wenn es aber ums Detail geht, dann bin ich sicher, dass es keiner versteht. Um übrigens noch auf Sie zurückzukommen. Ich kenne einen Gymnasiallehrer, der Referendare ausbildet in Freiburg, der mich eines Tages angesprochen hat. Und er macht es mit seinen Referendaren so. Und er hat sich mit seinen Referendaren hingesetzt und hat mit denen mal überlegt, was ist das mit dem Wasserkreislauf und diesem Kondensverhalten. Und die haben das zunächst auch mal so runter. Und dann fingen sie an, darüber nachzudenken. Und dann haben sie festgestellt, es ist physikalisch überhaupt nicht einfach und chemisch auch überhaupt nicht einfach, was da passiert. Ich kann es Ihnen nicht erklären, was dann passiert ist. Aber sie haben sich wirklich dann die Köpfe rauchig geredet, was da dahinter steht. Also das sollte uns zur Bescheidenheit mahnen. Es geht auch nicht darum, den Kindern das nahezubringen. Wo das sichtbar ist und wo das nachvollziehbar ist, finden es die Kinder zum Beispiel alleine. Ein Beispiel. Streichhölzer, wie entzünden die sich? Tja, wie entzünden sich, wie klappt das? Kommen die Kinder natürlich auf die aberwitzigsten Ideen. Ja, und da entsteht irgendwas wie Hitze und dann ist der Schwefel, der da drin ist, der fängt dann an zu brennen und alles Mögliche. Denken Sie sich zusammen, Sie können es nicht erklären. Wie denn auch? Was da passiert, das kann man nur erforschen im Labor, weil man sozusagen hinter diese Phänomene gucken muss. Man muss dann das chemische Reaktionsvermögen und was da alles dabei ist. Und man muss ja letztlich bis in die Atomphysik bzw. in diese Dinge dann gehen. Also ich weiß gar nicht, wo das letztlich endet. Da hört auch mein Wissen ganz schnell auf. Aber wir hatten Kaminöfen in unserer Werkstatt, wo die Kinder das Feuer brennen sehen konnten.
Und sie haben eine wunderbare Erklärung gefunden, wie das mit dem Sauerstoff ist in dem Brennen. Sie haben gemerkt, wenn man sozusagen den Wind da reinlässt, dann fängt die Flamme an zu lodern und wenn man das wieder zumacht, dann hört es wieder auf. Und die Flamme frisst den Sauerstoff und dann wird sie groß und stark. Das war dann die Antwort. Ja, da haben wir doch nichts auszusetzen, oder? Da können Sie das nachvollziehen. Und das sind auch die Punkte und darum würde ich eben im Gymnasium nicht alles gleich machen. An irgendeiner Stelle will ich auch dahinter gucken. In der Biologie, ich war nur ein begeisterter Biologe, natürlich muss man dann irgendwo etwas bringen, was die Schule gut kann. Aber dann habe ich auch gemerkt, dann gibt es die Lehrer, die können einem das so vermiesen, dass auch das Interessanteste schlimm wird. Und das habe ich leider in Mathematik 5 Jahre erlebt. Und dann hatte ich gute Biologie- und Chemielehrer und da bin ich sozusagen aufgeblüht. Und das hat nicht nur was mit Biologie und Chemie zu tun, sondern damit, dass diese Lehrer was mit ihrem Fach anfangen konnten, dass sie sich selbst dafür interessiert haben und dass sie dieses, in diesem Fach nicht nur technisches Wissen rübergebracht haben, sondern es ihnen ein Anliegen war, die Welt zu verstehen, sagen wir es mal so. Und wenn mir ein Lateinlehrer gewissermaßen mit Latein ein Stück Kultur rübergebracht hat, und zwar so, dass ich es verstanden habe, dann hat mich auch Latein interessiert. Aber die meisten haben es nicht geschafft. So war ich zum Schluss ein schlechter Lateiner. Aber natürlich gilt das im Gymnasium nach wie vor, die Qualität des Unterrichts, und da spielt Didaktik zunächst mal nicht die erste Geige, hängt von den Beziehungen zwischen den Lehrern und den Schülern ab. Der Qualität der persönlichen Beziehung. Damit meine ich nicht Schulterklopfen. Bestimmt nicht. Ich hätte jedem Lehrer misstraut, der mir auf die Schulter geklopft hätte. Sei es körperlich, sei es psychisch. Nein, ich wollte wissen, sind das gute Lehrer? Verstehen die was davon? Erkennen die was? Erkennen die auch etwas von dem, was ich kann? Das ist für mich ein guter Lehrer gewesen. Und von denen folge ich jederzeit und Sie sitzen auch hier und hören mir zu. 2 Stunden, 3 Stunden. Natürlich folge ich jemandem, der mir was sagt, wovon er überzeugt ist und wo ich den Eindruck habe, das bringt mir was. Dem höre ich auch mal so zu. Warum nicht? Aber das muss man entwickeln. Wenn ich aber Kinder mit 4 Jahren an den Tisch setze und sie haben nichts Interessantes zu tun, und es ödet sie die Langeweile an, und dann verlange ich Disziplin von ihnen, dann ist das keine Vorbereitung. Sondern die Vorbereitung beginnt damit, dass ich mit ihnen etwas mache, was funktioniert und was ihr Interesse packt. Und wir sehen ja, wie leicht es ist, dass das Interesse gepackt wird. Und da fange ich an. Und da kooperieren die Kinder. Wie das sich entwickelt unter Kindern, gucken Sie in das Didaktikbuch rein. Das sind 2 Projekte, ein Schimmelprojekt und ein Baustellenprojekt. Und die gehen ganz weit. Also das Schimmelprojekt geht bis unter das Mikroskop und alle möglichen Petrischalen und alles kommt da drin vor, was man so im Labor braucht. Aber da merken Sie, wie engagiert dieses Interesse weiter wächst. Und dann die Kinder, die so gepackt sind von diesen Sachen, die setzen sich auch hin, gucken mal in ein Buch, machen Sachen, die ihnen ganz große Mühe kostet. Machen sie doch auch. Sie haben alle irgendwo eine Nische in ihrem Kopf und in ihrem Tun, wo sie sagen, okay, das mache ich so gern, da opfere ich meine Zeit dafür, da bin ich auch geduldig und so weiter.